Für den Citroenisten ist es eine der faszinierendsten DS-Modelle, die wir in 19 Jahren je hier hatten. Eine DS, Baujahr 1960, völlig komplett original erhalten, im ersten Lack, erste Sitzbezüge, alles original und funktionstüchtig. Obendrein ein Fahrzeug aus belgischer Produktion. Nun, wenn man den Lack genau anguckt, er glänzt selbstverständlich nicht mehr wie neu, aber wo findet man eine nicht verrostete, voll funktionsfähige DS aus so einem frühen Baujahr 1960, an der nichts verändert wurde? Das Auto, finde ich, ist eine ziemliche Sensation und gehört eigentlich in die Hände eines Sammlers, der das zu würdigen weiß. Jetzt möchte ich einiges erklären zur Originalität dieses Fahrzeugs. Wir haben wirklich eine kleine Sensation, ein Citroën DS, Baujahr 1960, völlig originalen Zustand. An dem Auto wurde so gut wie nichts je geändert. Kleinigkeiten sind zum Beispiel an den Federn zum Verschluss der Motorhaube, die sind im Original mit so einer Kunststoffhülle ummantelt gewesen, die meistens an keinem Auto je vorhanden ist. Hier ist sie auch zerbröselt, aber sie ist noch da. Auch hier auf der anderen Seite. Und Paulus, mach mal bitte die Motorhaube zu, weil jetzt wollte ich was zum Lack von dem Fahrzeug erklären. An dem Fahrzeug ist eben noch nie irgendein Bauteil komplett lackiert worden. Kannst auch den Kofferraumdeckel bitte erstmal zumachen? Der Lack glänzt natürlich nicht mehr wie neu, aber er hat eigentlich keine Beschädigung. Auch hier außen, an der Seite, Beulen, Kratzer. Ich will nicht sagen, es gibt keine, aber man muss sehr, 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 sehr genau hingucken, um irgendwo eine Art von Beschädigung zu sehen. Wenn ich auf die andere Seite rübergehe, sehen wir zwei Partien, die an dem Auto mal mit einer Sprühdose ausgebessert wurden. Eine ist hier auf dem Kotflügel hinten rechts. Jetzt kann man sehen, sehr lichtabhängig, hier hat also mal jemand mit einer Sprühdose einen kleinen Teil ausgebessert. Es ist aber ein Beleg dafür, dass der Kotflügel noch nicht komplett nachlackiert wurde. Eine weitere kleine Ausbesserungsstelle gibt es vorne rechts am Kotflügel. Die muss man aber auch kennen, um sie überhaupt zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Handy das überhaupt erfasst. Ja, doch, hier kann man es sehen. Ich gehe jetzt mal genau hin. Hier gibt es eine ganz kleine Linie zu erkennen. Das heißt, hier ist auch mal partiell mit der Sprühdose was ausgebessert worden. Ansonsten ist das Auto völlig im originalen Lack. Dann gehen wir mal zur anderen Seite von innen in das Fahrzeug. Aufkleber. Auch noch original. Das sind natürlich hier belgischer Standard. Erklärung von Verkehrszeichen. Paulus, mach mal bitte die Tür auf. Auch hier die Sitze komplett original erhalten. Die Bezüge sind in Ordnung, auch nicht groß verdreckt. Keine Löcher,
keine Zerfetzungen, nichts. Lediglich der Schaumstoff in den Lehnen ist ausgehärtet. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es ist einfach der Schaumstoff hart geworden und deswegen sind die nicht mehr richtig in Form. Man könnte das machen, indem man die Bezüge abnimmt, die Sitze neu polstert und die Bezüge wieder aufsetzt. Aber hier ist es wirklich original. Wir sehen am Armaturenbrett eine kleine Änderung gegenüber dem Original. Das ist die einzige, die mir aufgefallen ist, ist dieses Wasserthermometer. Weil an dieser Stelle war im Original eine Zeituhr, die hier weggenommen wurde und gegen ein Wasserthermometer ersetzt, was es bei späteren Citroën-Modellen gab. Hier ist also im Moment keine Uhr mehr eingebaut. Es ist auch nicht so wie an den 55, 56, 57er Autos, wo die Uhr oben auf dem Aschenbecher war. Das war bei dem Modell nicht mehr so. Hier ist der Aschenbecher zum Rausziehen. Und die allerersten Autos hatten eben hier außen am Aschenbecher die Uhr, die von hinten zum Aufziehen war. Das war hier bei dem Modell sowieso nicht mehr so. Der Deckel des Armaturenbrettes, des frühen Armaturenbrettes, diesem Design, Wunder hätte ich fast gesagt. Der Deckel ist nicht verzogen. Bei den allermeisten Autos sind diese Kunststoffdeckel im Laufe der Jahre durch Wärme verzogen. Was auch noch sehr schön erhalten ist, und das gefällt mir bei frühen DS-Modellen immer besonders, sind die Innenbeleuchtungen. Vor allen Dingen in den B-Säulen. Oben ist die Lampe. Darunter ist ein Polyesterstab oder Halbstab sozusagen in der Mitte geteilt. Und in diesen Stab wird quasi das Licht geleitet. Und man sieht somit, im Dunkeln sieht es aus, als wäre die B-Säule im oberen Bereich komplett beleuchtet. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man nachträglich Gurte einbaut, weil dann muss man es zerstören, weil man die Gurte ja hier in der Mitte anbaut. Auch bei originalen Fahrzeugen, bei den wenigen Originalen aus der Zeit, die schon Gurte hatten, ging diese Beleuchtung nur bis zur Hälfte und darunter war der Gurt angeschraubt. Auch bei frühen DS-Modellen sind die hinteren Leuchten in den Ecken, die spätere Fahrzeuge nicht mehr haben. Wir sehen nun auch den Original-Dachhimmel, der nun hier leider in den Ecken sich löst. Wir haben hier ein Fahrzeug, das nicht in Paris, sondern in Belgien, sprich bei Brüssel, gebaut wurde. Hier ist die belgische Plakette von einer DS, Baujahr 1960, belgischer Produktion. Unserer Information nach gab es 258 Fahrzeuge, die in dem Jahr in Belgien gebaut wurden. Nun, was ist das Besondere? Ein paar Kleinigkeiten sind anders. Zum Beispiel diese Strebe, auf der das Reserverad ruht, ist hier mit Kunstleder ummantelt. Bei dem französischen war es einfach lackierter Stahl. Die Motorhaube Unterseite. Die Antidröhnschicht ist hier gesprüht. Bei französischen Autos war sie mit Pinsel aufgetragen. Die Scheinwerfer sind etwas anders. Denn die Scheinwerfer selber haben hier einen kleineren Durchmesser als die französischen. Dafür ist aber der Chromring etwas breiter. Muss man wissen bzw. ganz genau hingucken. Ähnlich auch hinten bei den Rückstrahlern bzw. im Volksmund ja immer Katzenaugen genannt. Die sind hier auch etwas anders als bei den französischen Autos. Das Gehäuse ist sechseckig. Aber das Katzenauge selber ist oval. Bei französischen Autos wäre auch dieses, auch diese Katzenaugeneinlage, auch sechseckig. Dann gibt es noch einen Unterschied im Innenraum mit der Teppichqualität oder Ausführung. Und zwar der Teppich im Vorderraum ist auf der linken Seite zur Pedalerie
unter eine Alufolie geklemmt. Wir haben ja hier ein Citroën DS von 1960, eins der wenigen Fahrzeuge mit den sogenannten Kiemen, die es nur anderthalb Modelljahre gab. Die Kiemen, auch nur bei einer DS und nicht bei einer ID, sind auf dem vorderen Kotflügel diese Aluminium-Lüftungsgitter, die man halt Kiemen nennt. Und die sind eigentlich dazu da, um die warme Luft aus dem Motorraum abzuführen. Ich erkläre das nochmal so. Der Kühler, kommt die kalte Luft rein. Der Ventilator saugt die Luft herein in den Motorraum. Dort erwärmt sie sich und dann muss sie ja irgendwie weg. Und deswegen hat man hier die Schlitze eingeführt, also hier diese Eindrückung im Kotflügel. Und von da geht die Luft dann raus. So, und was wir nun hier Besonderes noch haben, besonders Erhaltenes, sind die Winterabdeckungen. Im Winter konnte man nämlich diese Schlitze verschließen, um die warme Luft im Motorraum zu halten. Da gehe ich jetzt mal auf die Kieme der anderen Seite. Wir haben hier dieses Blech nämlich montiert. Und jetzt, Paulus, kannst du das mal bitte abnehmen? Ich glaube, dann erklärt sich das von selber. Das hängt unter der Gummidichtung, ist dann eingesetzt. So sieht das aus. Also rechts und links. Und hier sind auch noch die Originalhalterungen in dem Fahrzeug. Dort werden die dann geparkt. Dass diese Hilfsbleche, nenne ich die jetzt mal, überhaupt noch vorhanden sind, ist eine ziemliche Sensation. Aber jetzt kann man eben auch sehen, im Sommerbetrieb, wenn das Auto warm ist, wie hier dann die Luft nach außen geleitet wird. Etwas später hat man auf die Kiemen wieder verzichtet und hat dann unter den Scheinwerfern Lüftungsschlitze eingebaut, die dieses Auto natürlich nicht hat, weil es hat ja die Kiemen. Dann werde ich mal erklären, warum bei einem Citroën DS der Anlassvorgang nicht mit dem Zündschlüssel, sondern mit dem Schalthebel passiert. Und zwar ist Folgendes: Ein Citroën DS, zumindest ab 55, waren sie alle so, haben grundsätzlich ein halbautomatisches Getriebe. Das heißt, Paulus, kannst du mal hier rangucken, sozusagen mit erklären. Man sieht erstmal in der Pedalerie, es gibt das Gaspedal. Es gibt den Bremsknopf, wir haben eine Hochdruckbremse ohne Pedal. Wir haben kein Kupplungspedal, weil das hier ist die Fußfeststellbremse, quasi die Handbremse mit Fußbedienung. So, da wir aber kein Kupplungspedal haben, haben wir eine Halbautomatik. Das heißt, hier oben ist der Schalthebel, ich muss schalten, aber es gibt halt nichts zu kuppeln, das geht automatisch. Und beim Schalthebel sieht man so, ganz hinten ist die Stufe 1, 2, 3, 4. Also erster, zweiter, dritter, vierter Gang und Rückwärtsgang. Der Schalthebel wird so im U geführt. Jetzt ist der Motor nicht an, jetzt kann ich ja sozusagen schalten, ohne dass passiert. Erster Gang, zweiter, dritter, vierter. Zwischen ersten und zweiten gibt es eine Leerstufe, nämlich der ohne Gang, der Leerlauf, nicht Leerlauf, der, einfach kein Gang. So, nun hat man gesagt, da das Getriebe hydraulisch gesteuert ist, also die Ventile, hydraulische Ventile, die Schaltgabeln bewegen, könnte es, oder wie stelle ich sicher, dass ich beim Anlassen keinen Gang drin habe? Sollte ich einen Gang drin haben und lasse das Auto an, würde das Auto ja sofort losfahren, da ich ein Auto habe mit Joke, wo ich vielleicht noch den Joke ziehen muss, gleich mit erhöhter Leerlaufdrehzahl. Da wir aber eine DS haben mit der Hochdruckhydraulik für Bremse und Lenkung und Fahrwerk, könnte ich dann das Auto nicht bremsen, weil die Bremse keinen Druck hat. Also ist es wichtig, das Auto auf jeden Fall ohne Gang anzulassen. Und da hat man sich bei Citroën überlegt, ah ja, dann lasse ich den doch im Schalthebel an. Dadurch vermeide ich, dass ein Gang drin ist. Und so ist das hier. Wenn ich den Hebel nach links, ich mache jetzt nachher, kommt man auf D für Demarreur zum Anlassen. Wichtig für den Servicefall, sich grundsätzlich anzugewöhnen bei einer DS, trotz dieser Sicherheitsvorkehrung, auf jeden Fall die Fußfeststellbremse zu betätigen. Dass selbst wenn
ich das Auto ordnungsgemäß anlasse, es könnte ja was kaputt sein, das Auto trotzdem losfahren, dann kriege ich es einfach nicht gehalten. Also aus Sicherheitsgründen einfach angewiesen. Dann macht man mit dem Zündschlüssel nur die Zündung an und anlassen mit dem Hebel. Jetzt erkläre ich etwas zur Lenkung dieses Fahrzeugs. Einmal das Lenkrad, das Einspeichenlenkrad, war ja ziemlich berühmt, was in der Geradeausstellung etwa so stehen soll, auf 7:30, nenne ich es jetzt mal. Also man könnte es auch so einstellen, dass die Speiche nach unten steht, aber eigentlich soll es genau so sein. Etwas eigenwillig beim Citroën DS ist, wenn man auf der Autobahn fährt, man fährt geradeaus und wenn man aus der Geradeausposition herauslenkt, spürt man einen Widerstand. Manche denken, da ist die Lenkung kaputt, da ist irgendein Spiel. Nein, das ist so gewollt, damit man wirklich fühlt, quasi, wann man geradeaus lenkt. Ich versuche das jetzt mal zu zeigen. Hier unten kommt die Lenksäule an. Auf der Lenksäule ist so eine Aluscheibe. Diese Aluscheibe ist an einer Stelle, hat sie eine Einkerbung. Und dagegen ist eine federbelastete Rolle. Wenn man jetzt hin und her lenkt, muss genau, das ist die Nullstellung. Genau, lenkt nochmal in die Nullstellung rein, Paulus. Genau. Und wackelt da einfach mal ein klein bisschen hin und her. Jetzt kann man sich vorstellen, was dieser Widerstand ist, den man beim Lenken spürt. Der ist so gewollt, weil man diese kleine Rolle aus dieser Kuhle rauslenken muss. Jetzt machen wir die Motorhaube auf an der 1960er DS. Die Motorhaube bei einer DS hat immer zwei Fanghaken, rechts und links. Bei frühen Varianten gibt es nur auf der linken Seite den Zug, den der Paulus jetzt aufmacht. So. Das Weitere geht dann von außen. Jetzt gehe ich mal mit rum. Jetzt ist die linke Seite der Motorhaube entriegelt. Die rechte ist noch verriegelt. Die macht man nun von außen auf. Und zwar hier drin. Können wir jetzt im Dunkeln nicht sehen. Ist ein Hebel zu ziehen. Jetzt sind beide Seiten offen. Jetzt muss man links drunter fassen. Diesen Hebel hier nach unten drücken. Motorhaube aufstellen. Stange drunter. Und jetzt haben wir den Zugang. Um den schönen Motorlauf zu hören von diesem originalen Fahrzeug, gehe ich jetzt mal etwas näher ran, gebe mal etwas Gas. Das, was wir jetzt gehört haben, war die Hydraulikpumpe, die jetzt wieder aus ist. Wir hören jetzt den Motorlauf ohne Hydraulikpumpe. Jetzt gibt der Paulus bremst mal, um Druck zu brauchen und dann wird die Hydraulik. Genau, da läuft die Hydraulikpumpe. Und aus ist sie wieder. Einige Erklärungen zu dem, was wir unter der Motorhaube sehen. Man kann ganz gut erkennen, denke ich, die Anordnung des Motors, nämlich im Motorraum sehr weit hinten. Man sieht hier den Vergaser und dahinter den Ventildeckel des Motors. Das heißt, der Motor liegt weit hinten im Motorraum, direkt an der Spritzwand zum Innenraum. Vor dem Motor, was wir jetzt hier nicht so richtig sehen können, weil es unten im Verborgenen ist, liegt das Getriebe. Und vom Getriebe, von außen kann man es dann sehen, auf der Höhe vom Getriebe gehen natürlich die Antriebswellen auf das Rad oder auf die Räder. Das heißt, in der Höhe der Räder ist natürlich das Getriebe. Was wir hier noch sehen können, vorne am Motor, die Wasserpumpe und dazu der zugehörige Lüfterkasten aus Aluminium hinter dem Kühler, der halt die Luft durch den Kühler saugt. Was wir auch noch erkennen können an der frühen DS,
dass die Luftführung eigentlich nur durch das Reserverad und ein Alublech gewährleistet wird. Die Luft, die Kühlluft, die DS hat ja optisch, sag ich mal, keinen Kühlergrill, beziehungsweise die Kühlluft wird ganz unten angesaugt. Hier unten sind die Schlitze. Dort kommt die Kühlluft rein, wird dann über dieses Alublech geleitet. Man kann sich das jetzt von hier vorstellen, zwischen Alublech und Reserverad wird die Kühlluft geleitet in den Kühler. Bei späteren Autos hat man da so einen Sack und so einen Kasten gebaut, dass die Kühlluft effektiver geleitet wurde. An der rechten Fahrzeugseite am Motor sehen wir jetzt den Luftfilterkasten mit dem Ansaugtrichter oder mit dem Ansaugtrakt zum Vergaser und den Auspufftrakt. Also auf der rechten Motorseite wird beatmet und auch ausgeatmet vom Motor. Bei den frühen Varianten geht dann der Auspuff ganz nach vorne und erst vorne, fast hinter der Stoßstange, nach unten und wird dann nach hinten geleitet, was wir hoffentlich jetzt so erkennen können. Da ist der Auspuff mit einem Quertopf und der geht dann zur hydraulischen Anlage der DS. Ich versuche mal etwas zu erklären hier im Motorraum, obwohl natürlich hier sehr viel gar nicht zu sehen ist. Ich fange mal an mit dem Behälter für die Hydraulikflüssigkeit. Dieses Fass ist der Behälter für die Hydraulikflüssigkeit. Der ist drucklos, passiert also nichts, wenn man den bei laufendem Motor aufmacht. Hier ist die Saugleitung, wo dann das Öl angesaugt wird, von der Hydraulikpumpe, die man hier sieht, die mit zwei Keilriemen vom Motor angetrieben wird. Da wird das Öl angetrieben und geht dann von der Hydraulikpumpe an die verschiedenen Verbraucher, wo man jetzt hier diverses so relativ schwer erkennen kann. Gut erkennen kann man, wie die Hydraulikleitungen an die Servolenkung gehen. Hier unten ist die Zahnstange der Servolenkung und die beiden Hydraulikleitungen, die eben die Servounterstützung für die Zahnstange bewirken. Auch erkennen kann man noch, wie die Hydraulikleitung an den Federzylinder des rechten Vorderrades geht in dem Falle. Man sieht hier die Leitung, wie sie an den Federzylinder geht. Der Federzylinder macht da die gleiche Bewegung mit, die auch das Rad macht, in Kolbenform. Und das wird halt gedämpft durch den Druck und die Federkugel, die ja oben drauf ist. Die Federkugel, die in der Mitte eine Membran hat, in der unteren Hälfte mit Öl gefüllt ist, in der oberen Hälfte mit Gas, Stickstoff in dem Fall. Daher der Name Hydropneumatik, weil Öl und Pneumatik in einem. Die Stickstofffüllung ist eigentlich für ein Lebensende, die kann man auch gar nicht erneuern, die ist da halt sozusagen eingeschlossen. Dann wird irgendwann mal die Membran undicht, porös, dann entweicht der Stickstoff, man braucht eine neue Federkugel. Aber man hat das deswegen gemacht, oder Citroën hat das System entwickelt, weil man gesagt hat, würde ich eine reine Luftfederung machen, so wie es andere Hersteller gemacht haben, Borgward war ja der erste, habe ich das Problem, wenn die Pneumatik undicht wird, geht sofort der ganze Druck verloren. Mache ich aber das Drucksystem über Hydraulik, bleibt der Druck aufrechterhalten, solange die Pumpe, quasi das Herz, dagegen anpumpen kann. Das ist ähnlich wie beim Menschen. Wir haben ja auch ein Hydrauliksystem, unser Kreislauf, unser Blutsystem. Wenn ich mir den Finger ritze, blute ich, aber mein Blutdruck bleibt erhalten, solange das Herz dagegen anpumpt. So ist das hier gedacht. Die Pneumatik hat man aber trotzdem gemacht, weil die Pneumatik, also der obere Teil der Kugel, wesentlich präziser und schneller auf ganz, ganz kleine Fahrbahnunebenheiten anspricht. Präziser als die Hydraulik. Und so hat man es erreicht, dass eben kleine Fahrbahnunebenheiten weggefiltert werden und größere durch die Hydraulik. Um nochmal die Führung der Kühlluft besser zu zeigen, nimmt jetzt der Paulus mal das Reserverad raus. Mach mal bitte. Mal den Spanngurt lösen. So, nun kann man sich's vorstellen.
Hier von außen kommt die Kühlluft rein, wird über dieses Blech geleitet. Zwischen Blech und Reserverad, was jetzt draußen ist, geht dann die Kühlluft, wird dann die Kühlluft dem Kühler zugeleitet. Nun fragt sich mancher, was sind das für Schächte? Links und rechts. Das sind die Schächte, die frische Luft bzw. Kühlluft an die innenliegenden Bremsscheiben leiten. Ich weiß nicht, ob man die Bremsscheibe hier erkennen kann. Nicht so richtig, weil das iPhone hier nicht scharf stellt. Aber ein Citroën DS gilt ja als das erste Großserienauto mit serienmäßigen Scheibenbremsen. Die Scheibenbremse. Jetzt erklären wir beide, der Paulus und ich, warum man bei einem Citroën DS keinen Wagenheber braucht, weil man das Auto über die Hydraulik des Fahrzeugs die Arbeit selber übernehmen lassen kann. Wir tun jetzt mal so, als ob wir auf der linken Seite einen Platten hätten. Dazu muss man erstmal die Hydraulik anheben. Kannst du mal die Hydraulik bitte ganz hoch machen? So. Das dauert jetzt ein wenig. Dann fährt sich die Hydraulik hoch. Dann können Sie jetzt mal bitte aussteigen, die Stütze drunter stellen. So, wir haben hier die Stütze. Ich zeige die mal im Bild. Die kann man in verschiedenen Stufen einstellen und dann halt mit dem Stift blockieren. Und unterm Fahrzeug gibt es einen Pilz. Ich nenne den jetzt Pilz, wo man die Stütze einhängt. In der Mitte. Dann so weit nach unten fahren, wie es geht. In der niedersten Stellung die Stütze rein. So, jetzt kannst du wieder einsteigen, die Hydraulik nach unten fahren. Dann werden wir sehen, auf der Seite kann sich das Auto nicht absenken, weil die Stütze da ist. Jetzt haben wir die Hydraulik ja nach unten gefahren, auf der linken Fahrzeugseite, wo der vermeintliche Platten ist, kann das Auto nicht nach unten gehen. Ich will das mal zeigen. Von hinten können wir es ganz gut erkennen, dass das Auto jetzt in Schräglage ist. So, ich denke, jetzt können wir es deutlich sehen. Also rechts ging das Fahrwerk natürlich runter mitsamt Auto und auf der linken Seite kann es ja nicht, weil die Stütze ist. Und jetzt könnte man also das Reserverad abnehmen oder das Rad abnehmen, um das Reserverad zu montieren. Das Rad liegt hier frei, wir könnten es also abnehmen. Beim hinteren Rad müsste man den Kotflügel lösen, weil man das Rad so nicht abschrauben kann. Und den Kotflügel lösen geht ganz einfach. Da gibt es eine einzige Schraube hinten, die muss man lösen, dann ist der Kotflügel frei und hängt in zwei Dornen. Kann ich auch zeigen, wenn ich die hintere Tür aufmache. Sieht man hier die beiden Dorne, in denen der Kotflügel reingeschoben ist. Das ist hier einer und hier unten einer. Das hört sich so kompliziert an, Kotflügel abnehmen ist es aber nicht. Es ist eine Schraube und ein Handgriff. Natürlich muss ich ein paar Worte über den Kofferraum verlieren, wenn auch hier so jetzt nichts Besonderes ist. Auch der ist original erhalten und in Ordnung, hat die originale Velour-Auskleidung. Rost ist hier auch kein Problem. Auch die originale Kofferraumbeleuchtung ist da, so wie das Auto mal ausgeliefert wurde. Das wunderschöne erste Armaturenbrett von Flaminio Bertoni. Einfach
das schönste von allen DS-Armaturenbrettern. Bis 1961-62 hatten DS-Fahrzeuge sogenannte Schmetterlingsscheibenwischer. Das heißt, die beide innen in der Ruheposition sind und symmetrisch nach außen wischen. Da bleibt zwar in der Mitte ein relativ großer, ungewischter Keil stehen, aber wen stört? In der Mitte guckt eh keiner her. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer haben ziemlich gute Sicht durch eine sauber gewischte Scheibe. Ich persönlich finde Schmetterlingsscheibenwischer eigentlich immer besonders schön, vor allen Dingen vom Innen. Ich zeige das jetzt mal, wenn man im Auto drin sitzt, weil eben die Bewegung eine symmetrische ist und eine gewisse Ruhe ausstrahlt, im Gegensatz zu den hektischen Parallelwischern, die später kamen und die allermeisten Autos haben. Wenn ich das zu konstruieren hätte, würde ich Scheibenwischer immer versuchen, so zu machen. Sie strahlen eine gewisse Gelassenheit und Ruhe aus. Nun möchte ich noch ein paar Sachen erklären an dem Auto auf der Hebebühne. Erstmal, wie man schön erkennen kann, der sehr, sehr glatte Unterboden einer DS. Im Wesentlichen ist nur der Auspuff in der Mitte und natürlich Unterbodenschutz. Das ist hier tatsächlich noch meistens der originale Unterbodenschutz. Das würde man heute nicht mehr so machen, so wild auftragen, aber zu der Zeit war es eben so. Jetzt müssen wir hier unter dem Träger der Bühne hergehen. So. Hier sieht man diesen wunderschönen glatten Boden. Wenn ich jetzt weiter nach vorne gehe zum Fahrzeug, erkennt man ganz vorne, hinter der vorderen Stoßstange, den einzigen Auspuff-Schalldämpfer. Ich drehe mich jetzt nochmal um 180 Grad herum. Da ist der Schalldämpfer, das Auspuffrohr, was gerade nach hinten geht, ohne Dämpfer. Das ist übrigens auch schon eine der wenigen Sachen, die geändert wurden. Das Auto hat nicht mehr die Original-Auspuffrohre, weil original gingen die Rohre dann in eins und ein einzelnes Rohr nach hinten. Zwar zugegebenermaßen auch nicht mehr 1960, da waren es tatsächlich auch schon doppelte Rohre, aber auch hier ist der Auspuff mit Sicherheit zumindest ab dem Stück über dem Motor ersetzt worden. Man sieht ja hier deutlich einen Unterschied. Was man hier jetzt auch noch wahrscheinlich gut erkennen kann, ich gehe nochmal ein Stück zurück, ist der Kühllufteinlass. Kühlluft- und Bremslufteinlass. Und diese runde lackierte Buchse dort oben ist eine Art Lager für eine Andrehkurbel. Dort kann man eine Andrehkurbel reinstecken, die bis zur Kurbelwelle durchgeht und man könnte da den Motor auch andrehen, also per Handkurbel. Das Fahrwerk, das rechte Vorderrad. Wir sehen die Radführung ziemlich präzise. Wir sehen natürlich auch die Antriebswelle und für eine DS üblich nur eine halb verkleidetes Antriebsgelenk. Das ist hier noch ein Kreuzgelenk und kein homokinetisches Gelenk, aber sehr, sehr stabil, sehr, sehr robust. Aber es ist nur die Innenseite mit einer Gummimuffe verkleidet, die Außenseite nicht. Das ist so. Das hat auch zur Folge, dass dort immer Fett austritt und das Rad im Laufe der Zeit dreckig wird. Deswegen gibt es Schmiernippel, um immer wieder Fett nachzufüllen. Und man sieht keine Bremse. Naja, weil die Bremse ist innenliegend. Wir haben ja das erste Großserienauto mit Scheibenbremse und voilà, da ist sie. Das ist die für vorne rechts. In der Gesamtansicht sieht man jetzt hier links und rechts. Das rechte Hinterrad
Man sieht hier den Federzylinder liegend angeordnet und die Federkugel, da ist sie sozusagen auch liegend, sofern man bei einer Kugel überhaupt von liegend sprechen kann. Aber hier ist das Federdämpfungselement. Hinten gibt es nun eine Bremse am Rad, aber eine altherkömmliche Trommelbremse. Nochmal die Seitenansicht von unten. Alles, was an diesem Fahrzeug blau ist, sind angeschraubte Teile, weil eine DS ist zwar selbsttragend, aber keinerlei Außenblech gehört zur Tragfunktion dazu. Das heißt, wir haben einen dreidimensionalen Rahmen mit Säulen, Verstrebungen, Dachrahmen und so weiter. Aber die ganzen äußerlichen Teile, die in irgendeiner Farbe lackiert sind, sind angeschraubt. Eben Türen, Kotflügel, Dachdeckel, Motorhaube, Kofferraumdeckel. Das ist bei dem Auto alles nicht tragend. Man kann das so ein bisschen erkennen, weil hinter der Tür, hinter dem Türblech, da taucht dann die eigentliche Tragstruktur auf. Der Schweller selber ist hier verkleidet. Dieses Teil, was wir hier sehen, ist eine Hebebühnenaufnahme. Wenn wir jetzt hier keine Hebebühne hätten, wo das Auto auf Rädern steht, sondern sozusagen am Fahrzeug selber aufgebockt würde, dann müsste man dort die Hebebühne ansetzen. Da fällt mir noch gleich ein Unterschied ein zu einem belgischen Fahrzeug, weil auch dieses belgische Fahrzeug hinten eine Hebebühnenaufnahme hat. Das gibt es typischerweise bei den Autos aus der Zeit aus Frankreich nicht. Das ist also auch eine belgische Besonderheit. Was man hier noch sehr, sehr gut erkennen kann, ist der voll verkleidete hintere Radlauf, also der Kotflügel, der keine Radöffnung hat, auch aus aerodynamischen Gründen und um auch darzustellen, dass die Kraft von vorne kommt und hinten nicht angetrieben wird. Und was man auch sehr gut erkennen kann, ist dieser originale Gummilappen vor dem Hinterrad, der einfach nochmal den Fahrtwind um das Fahrzeug herumleitet, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Diese Fahrzeuge hatten 1955 einen CW-Wert von 0,36. Rein, wo der rote gerade rauskam.